Ja, hallo Leute. Ich melde mich heute hier von dem Chihuahua-Treffen Nordrhein-Westfalen aus Mönchengladbach und begrüße euch recht herzlich hierzu. Ich hoffe, ich kann ein paar Impressionen zeigen, die euch auch gefallen werden. Und ja, dann lade ich euch ein, mit mir mal hier zu gucken, was hier so los ist. Wo kommt ihr denn her? Hier aus Mönchengladbach. Hier direkt aus Mönchengladbach. Ja. Ach super. Wo kommt ihr her? Aus Wuppertal und Neuss. Ah. Neuss nicht aus Berlin. Ah. So, wo kommt ihr denn her? Aus Ratingen. Wie heißt der denn? Barclay. Barclay. Wo kommt ihr her? Aus Herten. Aus Herten, wunderbar. Ja, wo kommt ihr denn her? Aus Mönchengladbach. Ach, direkt hier, aus der Gegend. Eingeborene. Wie heißt der Kleine oder die Kleine? Der ist Rocky. Hotti? Ja, oh, guck mal. Wo kommt ihr beiden denn her? Ach, wunderbar, das ist nicht weit. Zu Damen brauche hier auf dem Chihuahua-Treffen auch zu niemand. Hier haben wir eine Grillstation, Peters und Willis Grillstube, und da wird also fürs leibliche Wohl bestens gesorgt.
Ja, das ist der Basam. Hallo. Ist einer der Veranstalter hier auf dem Chihuahua-Treffen in Mönchengladbach. Und den frage ich jetzt mal einfach mal was. Und zwar, seit wann wird denn dieser Chihuahua-Treff durchgeführt? Also meine Lebensgefährtin und ich organisieren das Chihuahua-Treffen ungefähr seit 7 Jahren. Und am Anfang hat er eigentlich nicht so viele Leute getroffen, aber jetzt mittlerweile sind wir ein Stammpublikum von fast 800 Leute. Und durchschnittlich kommen zum Chihuahua-Treffen ca. zwischen 250 bis 500 Leute. Oh, das ist aber schon eins der größten Chihuahua-Treffen in Deutschland? Ist eigentlich das größte Chihuahua-Treffen in Deutschland. Also wir haben noch kein anderes Treffen gefunden, die dieses Treffen eigentlich schlägt. Nur leider heute bei so einem Wetter ist er leider nicht so gut besucht, aber meistens, wenn er trocken ist, haben wir wirklich so einen großen Andrang von Leuten. Super. Ja, ja, wenn ich mich so umgucke, es ist also schon, also ich bin beeindruckt. Ja gut, meine zweite Frage, was wird eigentlich so für die Zukunft erwartet? Also für die Zukunft wird einfach nur die Leute einfach so sensibilisieren, also dass die Leute nicht so denken, dass das der Hund ein Taschenhund ist oder irgendwas, dass ein vollwertiger Hund ist, dass er sich wirklich hier richtig austoben kann. Das ist auch wirklich sehr, sehr wichtig für die kleine Rasse, für die Sozialisierung von dem Hund, damit er eben halt andere Hunde kennenlernt und sieht. Und natürlich die Menschen, ne? Das ist Voraussetzung. Ja gut, der Mensch spricht den Hund letztendlich. Ja, ja gut. Ja, dann wünsche ich noch viel Erfolg für die Zukunft. Dankeschön. Und wir sehen uns. Ja, High Five, der Hund. Den Hunden interessiert das Wetter nicht. Ja, der Basam, der sorgt hierfür, dass die Gelder fließen. Dass jeder seinen Eintritt bezahlt. Auch alles, was für den Hund wichtig ist, für Pflege und Speisen, kann man auch hier auf dem Chihuahua-Treffen erwerben. Und natürlich auch ganz wichtig, das Equipment. Ja, was wird Herrchen oder Frauchen Evo kaufen? So, jetzt binde ich einige von den kleinen Bautzes mal die Kamera um. Na, gucken wir mal, was dabei herauskommt. We'll be right back.
Ja, das war es jetzt nun vom Chihuahua-Treffen hier in Mönchengladbach. Und ich hoffe, der Film hat gefallen. Vielleicht besucht ihr uns mal auf Facebook. Im Facebook haben wir so einen kleinen Auftritt unter Chihuahua-Treffen Nordrhein-Westfalen, also NRW. Guckt da einfach mal nach, aber ich blende es hier noch einmal ein. Hier steht das dann. Und dann besucht uns doch. So, ich sage auf Wiedersehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.